Internet. Ein immer noch erkälteter Alexander hier. Aber sehr cool, dass du da bist. Freue mich. Denn ich möchte heute eine sehr interessante Lektion mit dir teilen, die ich von einigen älteren Freunden von mir gelernt habe. Und die finde ich sehr wertvoll. Das möchte ich ja nicht weitergeben. Und zwar denke ich mir häufig, yo, Alex, du bist 24, du hast eh noch genug Zeit. Du hast noch genug Zeit für alles, um das zu tun, was du willst. Und ein Pattern, was ich allerdings bemerkt habe bei vielen älteren Freunden, ist, dass jeder sagt, ey, hast du nicht. Die Zeit vergeht so schnell und es wird immer schneller gehen. Du wirst mehr zu tun haben. Du wirst die Wochen, die Tage, die Monate, die Jahre werden immer schneller an dir vorbeirasen. Deshalb, was du vorhast, mach es jetzt. Das klingt so nach dem 0815, you can do it now, Motivational Talk. Aber wenn mir so viele Leute, zu denen ich aufschaue und die teilweise 20, 25 Jahre älter sind als ich, wenn die mir das alle sagen, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist ein offensichtliches Pattern, wo etwas dran ist. Und interessanterweise, ich bin jetzt gerade mal 24, ich merke das Pattern sogar bei mir, dass die Zeit immer und immer und immer schneller vergeht. Auf einmal haben wir Oktober. Was ist denn da passiert? Holy shit, wo ist das Jahr hin? Es ist zwar schon viel passiert dieses Jahr, aber ich habe noch so viel vor. Und es gibt so viele Sachen, die ich vor mir herschiebe. Und ich bin mir sicher, du kennst das. Ich weiß nicht, was für ein Alter du jetzt bist. Ich weiß, das ist eine ziemlich breite Altersklasse. Meine Videos guckt, vielleicht bist du gerade 15, vielleicht bist du 25, vielleicht 35. Und ich bin mir sicher, auf irgendeiner Basis wirst du das Ganze auch schon merken, dass du denkst, wow, okay, früher war das Ganze eine Woche oder die Zeit vom 1. Dezember bis zum 24. Dezember hat sich angefühlt wie 5 Jahre. Heute sind 3 Wochen so, was sind 3 Wochen? Weg. Und das ist wohl eine Sache, die wirklich immer und immer und immer und immer schneller geht. Deshalb ist eine der wichtigsten Lektionen, du hast nicht genug Zeit. Was auch immer du vorhast, tu es jetzt. Und das kann man auch schön mit einem sehr interessantes Konzept von Nassim Taleb verbinden. Ich weiß nicht mehr genau, wie das Konzept heißt, aber im Prinzip besagt es Folgendes, dass je länger du für eine Sache bereits brauchst, desto exponentiell länger wirst du auch in Zukunft für die Sache brauchen. Gutes Beispiel, an Bauprojekten sieht man das häufig. Sehr gut. Das war auch ein Beispiel aus dem Buch, glaube ich. Das hat er auch als Beispiel genannt. Nehmen wir an, ein Bauleiter besagt voraus, okay, das Projekt wird circa in einem Jahr ist das Projekt circa beendet. Das heißt, in einem Jahr wird die Baustelle circa beendet sein, dann steht das Haus. Und nach einem Dreivierteljahr sagt er auf einmal, na, ein Jahr werden wir nicht schaffen, wir werden wohl noch ein halbes Jahr länger brauchen. Also insgesamt 1,5 Jahre. Dann ist die Wahrscheinlichkeit gerade gestiegen, dass er in Zukunft nochmal das Ganze verlängern wird. Wenn er dann nochmal ein halbes Jahr später sagt, wir werden das doch nicht schaffen, wir müssen nochmal um ein Jahr verlängern. Das heißt, du verlängerst immer mehr und immer mehr und immer mehr. Hier heißt, auf uns bezogen, je länger wir etwas vor uns herschieben, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir es noch weiter vor uns herschieben. Ich habe das Konzept jetzt sehr vage wiedergegeben. Wer das mehr darüber lesen will, es steht in Antifragilität von Nassim Taleb. Das heißt, dass diese Dinge immer weiter wachsen. Die Zeiträume. Und das kannst du genau darauf anwenden. Je länger du etwas vor dir herschiebst, desto länger wirst du wahrscheinlich auch die Sache vor dir herschieben. Das heißt, es wächst exponentiell beides. Ich hoffe, ich habe das Konzept richtig rübergebracht oder ordentlich rübergebracht. Es war ein bisschen wack, der Satz, aber ich glaube, es ist soweit klar geworden. Heißt, je länger du etwas vor dir herschiebst, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass du es morgen noch weiter vor dir herschiebst und dieser Zeitraum exponentiell immer weiter wächst. Heißt, egal was du dir vornimmst, mach's jetzt. Und das soll jetzt nicht irgendwie sein von wegen, ja, motivational, do it now, yeah, Tony Robbins, awesome. Nee, das ist ganz einfach, guck auf die Uhr, du hast einfach nicht genug Zeit. Und du sabotierst dich selber, je länger du etwas vor dir herschiebst. Und das merke ich selber. Bei mir ist eine der Sachen gewesen, wo ich gerade dran arbeite, ist das Reisen. Ich habe Reisen so lange vor mir geschoben. Ich bin dann bestimmt über ein Jahr nicht verreist, in Urlaub oder irgendwo hingeflogen. Und dachte mir, wow, okay, ich merke das Konzept gerade an mir. Ich schiebe etwas immer weiter vor mir her. Und je weiter ich es vor mir herschiebe, desto mehr schiebe ich es beim nächsten Mal noch mal weiter vor mir her. Und beim nächsten Mal schiebe ich es noch weiter vor mir her. Und noch mal ein Stück weiter vor mir her. Bis ich mir entschieden habe, okay, ich fange jetzt an zu reisen und bin öfters unterwegs. Immer noch nicht so viel, wie ich sein will, aber es ändert sich zumindest schrittweise. Heißt, der erste Schritt ist zumindest getan. Okay, das war soweit alles zu dem Konzept. Würde mich interessieren, was schiebst du seit Ewigkeiten vor dir her? Was schiebst du schon länger vor dir her und was wirst du heute tun, um das Ganze umzusetzen? Das heißt, um das Ganze nicht mehr vor dir zu schieben, sondern zur Realität werden zu lassen. Du setzt es in die Realität um und wartest nicht mehr, denn wir haben nicht genug Zeit. Irgendwann ist es sehr schnell open. Wenn mir so viele Leute sagen, ich wette, du hast es auch schon von so vielen Leuten, die älter sind als du, gehört,
ey, die Zeit vergeht immer, immer schneller. Es scheint was dran zu sein. Ja, das ist die Botschaft von dem Video. Du hast nicht genug Zeit. Okay, wenn du mehr sehen willst, unten ist das letzte Video, genauso wie ein Link zum gratis Online-Coaching, wo du dich eintragen kannst, ist komplett kostenlos und du bekommst von mir in regelmäßigen Abständen Lektionen, sowohl Video als auch Text mit spezifischen Aufgaben und wir gehen jedem deine Lebensbereiche an und es ist komplett kostenlos, von daher, worauf wartest du, melde dich an und es ist auch noch exklusiver Content, das heißt, den wirst du nicht hier auf YouTube zu sehen bekommen, sondern nur in dem E-Mail-Coaching und dann sehen wir uns entweder da oder im nächsten Video und ich gebe jetzt erstmal die Nase putzen, ich höre noch erkältet. Mega nervig, aber muss man halt annehmen, ne? Tja.